mit der Aufschrift Liebe sich, wer kann. Stand das nicht bei den Nazis auf so einem Tor oder so? Ja, genau, genau so. Liebe sich, wer kann. Das klingt wie so ein typischer Buchenwald-Spruch. Das neue Sarah Connor-Album, jedem das seine. Ja, jedem das seine, Arbeit macht frei, Liebe sich, wer kann. Songs schreiben macht frei. Radiostimme, hallo und herzlich willkommen, liebe. Ich sag Po, ihr sagt Dummkast, Po. Po. Ich sag Kong, ihr sagt Dummkast, ich sag Power. Können wir es bitte nochmal ordentlich machen? Der Gag wäre erst gekommen. Ach so. Also nochmal. Ich sag Po, ihr sagt Dummkast, Po. Dumm. Po. Cast. Nein, dieses Dumm. Könnt ihr mal bitte einfach mitmachen jetzt? Okay, nochmal. Was? Er sagt's doch! Also. Ich sag Po, ihr sagt Dummkast, Po. Dummkast. Po. Dummkast. Po, po, po. Dummkast. Dummkast. Okay. Dummkast. Okay, ich glaube, wir können jetzt auch mal bestarten. Ist schon. Was? Und nein! Ist jetzt peinlich schon wieder. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Na? Wir waren. Warte. Natürlich, wir brauchen die leeren Gläser. Hier, Plastik. Nee, geht ja nicht. Plastik ist außerdem schlecht. Ach so. Klirrt das ordentlich. Dummkast. Hat da jemand ein Glas? Übel, geil. Ja, stimmt, wir müssen jetzt noch so dieses. Ich fülle ein Glas. Gluck. Ja. Der Dummkast. Lange ist es her mittlerweile. Wir sind in Folge 17. Es wurde aber auch mal Zeit. Meine Güte, ist da viel passiert. Übrigens, zum Thema Folge 17 muss ich euch ein Geheimnis erzählen, wenn Tino nicht mehr da ist. Wie lange bist du noch da? Naja, so bis 40, bestimmt. 40. Okay, in einer halben Stunde muss ich ein Geheimnis erzählen, wenn Tino nicht mehr da ist, was Folge 17 betrifft. Ja. Okay. Das ist nämlich nur die halbe Wahrheit. Dann muss ich ihn ja also 34. Hä? Ah ja, genau, die ganze Wahrheit ist dann quasi 34. Mathe-Robin, du hast geübt, oder? Yes. Nicht so laut klatschen, wir haben hier Qualität. Ach so, wir haben nicht nur Qualität, wir haben auch... Sondern auch Gäste. Naja. Gästinnen quasi. Gästinnen, Sternchen-Innen. Wie viele Sternchen-Innen muss ja, man da... Hallo. Wenn die Gästinnen irgendwann auch unzufrieden sind, dann muss man noch ein Innen dranhängen. Innen. Danke, Tino. Das ist nochmal. Hallo. So würde das dann quasi klingen. Also, wir sind hier im Podumcast gerade so ein bisschen die Fortsetzung von diesem anderen Scheiß-Podcast. Ne? Dieser hässliche Brennpunkt. Kennt ihr den? Kennt kein Kennt ihr das? Ja, ich habe ihn einmal gehört, aber ist nicht so. Ich mache immer so von aus. Ist nicht mein. Ich kenne ihn zwar nicht, aber der ist immer an, um ihn ausmachen zu können. Genau. Ja, schön. Wir sitzen zu viert heute hier. Das ist ja ganz ungewohnt, das hat ja noch nie. Das ist gerade ganz anderes Szenario. Auf aber einmal. Das Gute ist, wir sitzen nicht in übelsten heißen Wohnungen zu zweit auf dem Sofa und haben gerade Pizza gegessen und sind komplett brainfogged, weil wir. Brainfog. Das ist, wenn du mit einer Gabel quasi ins Hirn reinst. Ich dachte an Nebel. Brainfog. Fog. Ich dachte vor. Brainfog ist Grain nicht so Getreide. Wenn du versuchst, das mit einer Gabel zu essen, dann kommst du auch nicht weit im Leben. Eine Suppe oder wie oder was? Aber ich merke, wir sind richtig im Thema. Im Flow. Ja, was ist denn das Thema, was über allem drüber steht? Das große, was zum Fick ist heute los? Ah, okay. Ja. Hm, doch, da gehe ich mit. Ja, ich muss immer so das erste Wort nehmen, was mir gehört, mir ausspuckt. Ja. Also. Der Podumcast, das ist ja ein bisschen was anderes als der Brennpunkt, ne? Da haben wir keine Struktur. Tino wird gerade nervös, weil ich seine Brille hier vor Gewohlwurst. Das ist eine Brille vom Theater, die ich mal bekommen habe, weil ich halt blind bin. Zeig sie ins Mikrofon. Genau, ich halte sie ins Mikrofon rein. Und die wurde mir angefertigt, weil ich ja... ASMR machen, so dran. Ja, genau. Dran reiben, ja. Aber das ist ganz angenehm. Und da hatten wir Frühlingserwachen gespielt und die Bühne war ja sehr, sehr schwierig zu begehen. Und das ist ein fucking Mordwerkzeug. Warum hast du mir das nicht gesagt? Hier hinten, das gräbt sich so richtig in die Ohren rein. Das ist richtig spitz. Das war spitz. Noch länger vorher und das mussten die auch kürzen. Ekelhaft, ja. Ey. Die wollten nicht Frühlingserwachen. Umbringen. Und also scheiße, Jendriks Stücke immer Tino? So. Hat die Quintessenz ja. War immer, ich gehe jetzt auf ein Stück von Jendrik, weil es mein Bruder sich nicht mag. Und am Ende haben sich immer irgendwelche minderjährigen Mädchen bis auf die Unterhose ausgezogen. Bei jedem fucking Stück. Und da beschwerst du dich, oder was? Und meine was? Augen immer so wussten nicht, wo sie überall nicht hingucken dürfen. Und ich so, ach komm, die obere Raumecke ist supi. So, ist ja, das war und dann, wird immer das Dreckspublikum. Das hasse ich beim Theater, wenn das Publikum wie so ein Zauberschuh, ne? Ja, ne? Ich muss sagen, ich hasse es auch, wenn ich im Publikum sitze. Aber wenn ich spiele, liebe ich das einfach. Oh, das ist so schlimm. Man will, ich mag das so.
Offenbarung, ich finde Theater ja gar nicht mal so toll. Oh, geil, hier, ich auch. Ich habe das ja wirklich... Theater-Bashing. Ich habe das ja zunächst wirklich wegen Jendrik gemacht und ich fand, wie er gespielt hat, vom Schultheaterstück damals noch, ich fand das halt eine interessante Sache. Und weil mein Bruder sich das anguckt, da habe ich irgendwann mal so das Interesse gehabt, mir das anzugucken. Oh, ey, das war wirklich, also das war gelebte Liebe, die mich dazu bewegt hat, das zu tun, weil es hat mir eigentlich nie gefallen, wirklich. Haben sich außer halt seine Stellen. Ne? Aber der dann auch irgendwann, seine Stellen waren nur noch so, oh, ich küsse einen Kerl, fertig. Ja, hatte keine große Rolle, glaube ich. Jendrik, falls du es hört, ist überzogen, so ist es nicht. Der hört das nicht mehr, der spricht jetzt nur noch Französisch. Ja. Ja, als er diesen Insta-Story gemacht hat, dass er nach Marseille fährt, habe ich ihn gefragt, ob er wenigstens auf Ketten fährt, hat er nicht verstanden. Oh, ist der Pläde. Also, wir sollten vielleicht für die Zuhörer etwas die Umstände hier erklären. Also, wir beide finden Theater nicht so gut, Herr Rodes und ich. Du hast Theater regen Kontakt, Tino, und ja. Du scheinbar auch so ein bisschen? Ich habe Theater gespielt und jetzt ab und zu mal anschauen. Okay, so. Und Jendrik ist zudem der Bruder von Herodes. Genau. Jendrik kenne ich sogar. Der hat bei uns die Theatertage moderiert. Nee. Oh, sorry, Jendrik. Alle fanden Jendrik heiß. Ja, so. Ich auch. Also ich finde ja, Theater ist einfach nicht so geil. Ich wurde heute auch aufgekehrt. Ich habe ja Bex getroffen, als ich hier auf dem Theaterplatz war. Hast du getrunken? Ja, hab ich leer gesoffen, die alte. Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall, nö. Ging's so da vorne, sprach halt so ein Jugendlicher, so mit starker Stimme. Und da habe ich auch so gesagt, ja, damals in der Schule waren das immer so die Alpha-Tiere, auf die Mädels standen, so die den Rede halten. Und sie so, hä, nee, das waren die Strebe, die alle gehasst haben. Und da habe ich mich zum ersten Mal so richtig wohl gefühlt. Hab gesagt, hey, ich überlege, ob ich dir heute den goldenen Tingo gebe, aber wer hat ihn sich unter den Nagel gerissen? Ja, ich war Tingo Anrancher. Ja. Anranzer. Ja. Anrancher ist richtig. Also, ich finde, wir hatten es auch gerade erst mit Peter Lustig wieder. Hatten wir, weil Peter Lustig nicht spielt, sondern einfach er selber ist in seiner Sendung oder war, ja, so. Und im Gegensatz dazu dieser Paschulke, ich habe es halt ehrlich gesagt nie gesehen. So. Deshalb bist du so dumm. Ja, so. Bildungslücke. Ist wirklich so. Ich habe halt jetzt das Nachdenken. Also, man kennt ihn halt auch durch YouTube. Ja, komm, wir reden über Löwenzahn, er singt Sesamstraße. Ja. Dummes Schwein, Alter. Chip, 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 chip und chip. Darf sie dir, ja. Bimbaum in Thüringen übrigens, nicht Löwenzahn. Das ist so korrekt, Pissnelke. Pissnelke. Schon Bimbaumbüsche, ne? Bimbaum. 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 Nee, doch Bimbaum, Tino. Was wollte ich sagen? Sein Paschulke daneben, der halt wirklich Schauspieler ist, da merkst du halt so diesen Kontrast besonders deutlich, dass er alles so ganz deutlich ausspricht, wie ein Mensch im Alltag einfach gar nicht spricht. Er ist, glaube ich, auch mehr Theaterschauspieler, ne? Wo gerade beim Thema sein. Synchronsprecher vor allem. Synchronsprecher auch. War. Und beim Theater war. Ja. Ist okay. Auch wir können jetzt die gute Laune haben oder uns die ganze Zeit darüber beschweren, dass er tot ist. Auch gestorben wie Grumpy Cat. Ja. Und Peter Lustig. Und Peter Lustig. Peter traurig jetzt. Dings, aber beim Theater muss man halt so krass deutlich artikuliert, damit es in die hinteren Reihen kapieren und auch am... Laut vor allem. Laut. Ja, und die Mundbewegung halt auch so ein bisschen sehen können. Und die muss das Gesicht mehr verziehen, weil die letzten Reihen ja auch sehen müssen, was sie gerade für eine Emotion haben. Richtig, aber wenn man das dann auf den Film überträgt, ist hässlich. Naja, klar, aber man hat es ja so ein bisschen drin. Ich meine, so ein Leo DiCaprio macht das ja auch nicht so überzogen. Ja, aber das ist ja der große Unterschied in Amerika und so. Das macht da halt keiner. Weil die da keine Kultur haben. Ja, nein, weil die einfach natürlicher spielen, weil ich weiß es nicht, warum. Ja doch, aber Film ist ja auch immer so on a point. Du musst ja ganz, schon die kleinsten Regungen werden erkannt. Und Theater, da musst du groß spielen und sehr laut. Aber du kannst doch auch, du musst ja nicht Hochdeutsch sprechen, theoretisch jetzt. So, du könntest ja, auch so reden. Gibt's ja. Aber wenn es zur Rolle passt. Wenn du halt nuschelst, dann wird die letzte Reihe sich so denken, wie bitte? Ich will mein Geld zurück. So Till Schweiger-mäßig. Ich verstehe hier nicht, was er gerade gesagt hat. Hm. Quasi im Ohr. Soll du nicht sein? Das ist eine Frage. Ja, so redest du. Ja. Wenn du normal redest. I know. Ja, also ich find's unsexy. Theater ist auch. Es schon alleine live. Ganz ehrlich, ich will immer nicht so voreingenommen sein, ja? Aber. Wenn du halt schon sagst, dass gerade deine Theaterkreise die sind, die gendern und so ganz wichtig sind. Die sind sehr fortschrittlich. Das stimmt. Oh. Ja. Na! Da kann man drüber streiten. Haben wir eigentlich auch schon zur Genüge getan. Progressiv muss nicht unbedingt fortschrittlich sein, meiner Meinung nach. Meine Meinung. So haben es alle mal gesagt. Ja, also, ich weiß es nicht. Ich weiß es schon. Und ich muss sagen, also beim Theater ist doch die Kunst, dass man, das ist gerade live passiert, da kann alles passieren, Text vergessen, man kann hinfallen. Minderjährige ziehen sich aus. Ganz schlimme Sachen, auch das.
Ich habe ganz schlimme Sachen schon erlebt. Welches ist das? Muss ich mir aufschreiben. Frühlingserwachen. Ah, okay. Das ist jedes fucking Spiel, als Jendrik drin war, hat sich irgendwann eine Minderjährige ausgesucht. Also derselbe Regisseur. Ja, der hat irgendein Problem, der Typ, Alter. Oder halt nicht. Er kann es machen, ohne belangt zu werden. Inszeniert gerade West Side Story. Und er ist da dafür, ziehen sie sich bestimmt auch aus, oder? Er ist dafür bekannt, dass er ganz gerne die Leute ausziehen lässt. Dieser Mann hat ja auch Macht mit seinem Füller. Ohne sie zu berühren, bringt der minderjährige Mädchen sich auszuziehen. Das kann ja nur Goethe. Ja. Und Jungs. Ja, und Jungs, aber ist egal, diesen Kollateralschaden. Oder er mag das auch, ist ja auch okay. Aber was ich sagen wollte, was es für mich eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt. Du hattest mal so eine nette Anekdote, Herr Rodes. Ja. Du hast mal einen Witz gemacht in der Uni. Ja. Ich weiß nicht mehr, welcher. Ich kann den nicht genießen. Genau das. Erzähl vielleicht mal kurz. Ich weiß nicht mehr, wie der Witz ging. Keine Ahnung. Kann sein, dass ich auch. Ich habe mich ja früher in den Padumcasts immer gerne über Studenten aufgeregt. Mache ich übrigens gleich auch wieder. Ich bin nur noch 10 Tage. Bis mir dann auffiel, dass viele Studenten den hören. Und ich dann so, okay, ich muss jetzt mal das immer ein bisschen so verallgemeinern und dann sagen, okay, ist ja nicht jeder gemeint. Ne? Ja, aber da war eine Person, die saß hinter dir und hat gesagt, diesen Witz kann ich gerade nicht genießen. Ich weiß nicht mehr, was es für ein Witz war, aber... Es war ein Witz, der halt politisch unkorrekt war. Ja, genau. Und diese Person war vermutlich sehr progressiv. Es war der letzte Feminazi. So. Das gibt und es auch. Das finde ich nicht so gut. Das gibt es ja auch. Und ich bin dann lieber in Kreisen, wo du halt Leute beleidigen kannst und alle wissen, dass es ein Joke ist, so. Weißt du, und alle sind cool miteinander. Solche Kreise sind mir dann lieber. Das verstehe ich auch. Guck doch mal an, Alter, wie wir fucking Peter Dück behandeln manchmal, ja. Also wirklich, wie viele Jokes wir auf Kosten seiner Behinderung machen. So, er hat es initiiert, ne? Ja, ist ja richtig, aber... Aber Mädels, die Witze darüber macht, dass sie Frau sind und irgendwie nichts eingepackt kriegen, sind halt einfach sympathisch wie sonst was. Um nicht zu sagen, wie fick. Ich kann nicht einpacken. Ist aber die Wahrheit bei allen. Sympathisch wie sonst was, sag ich, wie es ist. Mein Blick ist direkt zu ihr gewandt. Das heißt, ist aber so. Ja, ich kann es auch nicht. Aber ich nehme das halt vorweg, damit die anderen keine Witze drüber machen können. Hm. Also, ja, ist ja auch nicht schlimm, oder? Ja, aber gut, ich finde, die Einparken-Jokes sind einfach nicht mehr lustig, wenn man schon damit rechnet, dass jetzt gleich irgendwas kommt. Ugh, so, aber so allgemein. Ja, man darf nur nicht vergessen, so wir privilegierten Männer, wir erleben das halt nicht so oft, dass wir so, also, ich will nur die Gegenseite mal beleuchten. Ja. Und so Menschen, du spielst gerade eine Rolle, oder? Natürlich. Mhm. Und Menschen, die halt irgendwie, weiß ich nicht, muslimisch sind, die weiblich sind, homosexuell, behindert, die erleben halt jeden Tag solche Witze. Und selbst ich als Mensch, der vegetarisch lebt, muss mir jedes Mal beim Essen anhören, willst du Gras fressen und so. Das nervt mich ja auch, geht mir auch auf den Sack so. Aber ich nehme es nicht so schlimm, weil ich halt weiß, dass die dumm sind, die Leute, die das sagen. Ja, dann ist aber nicht alle haben diese Willensstärke. Und jeder hat halt verschiedene Vorzüge und Nachteile. Immer wieder den gleichen Witz zu hören, da denke ich an den armen Typen, der Ernst hieß und immer, ernsthaft? Seit fucking 20 Jahren immer diesen Gag. Deshalb habe ich mir gemerkt, wenn ihm irgendein Witz über den Namen von einer Person einfällt, nicht den machen. Der hat ja schon 3000 Mal gehört. Wahrscheinlich. Ich habe mir Einparken notiert. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ach, ich habe Einkaufen gelesen. Ich dachte, du musst danach noch... Ich habe Maya gelesen. Der steht da auch. Das war schon vorher, ja. Das war schon so. Das mit dem Einparken, das stimmt nämlich auch gar nicht, dass Frauen generell nicht einparken können und Männer generell einparken können. Denn es gibt gleich viele. A, die es können, bemerkt man nicht. Und das Problem, wenn man jetzt sieht, ein Auto parkt ein und kriegt es nicht hin und häufig ist es eine Frau, liegt einfach an dem Fakt, dass ein Kerl, der nicht einparken kann, verhält sich anders. Der stellt das Auto schief rein und steigt aus. Und ja, eine Frau fährt tausendmal hin und her. Das heißt, die Anzahl der Männer und Frauen, die nicht einparken können, ist nicht unterschiedlich hoch, sondern die Kerle, die nicht einparken können, parken einfach wie die Assis. Sagst du gerade, Männer und Frauen sind unterschiedlich, oder was? Frech. Genau das tue ich, ja. Tino, was ist denn mit Frauen und Kindern zuerst? So. Ich glaube, das gibt's nicht mehr, oder? Ja, aber jetzt nur als Beispiel. So. Finde ich auch schwierig. Und vom Mann wird halt auch erwartet eher so, dass er, was weiß ich, der Starke ist, weißt du, der emotional Stabile. Sehe ich ja ganz genauso. Ich stelle jetzt übrigens nur, ich gebe diese Diskussion jetzt 2 Minuten. Aber, also ich als Frau, ich finde es süß, wenn der Junge irgendwie so stark ist und so, aber es ist natürlich auf der anderen Seite wieder klischeehaft, ne? Wenn er sagt, okay, er trägt das jetzt, ich so, nee, ich kann das auch tragen, aber... Es ist beides, also. Also ich persönlich finde es halt nicht schlimm. Und so. Stärkste da muss man halt auch gucken, was da für eine Energie mitschwingt. Wenn ich jetzt denke, du bist so blöd, das zu tragen, dann hast du da keinen Bock drauf. Oder wenn ich aber sage, okay, du hast jetzt 5 Beutel, ich nehme mal ein paar und nehme vielleicht auch mal 3 von 5. So. Ja, es kommt auf den Kontext irgendwie drauf an. Mhm. Ja. Ich bin ja völlig gegen diese Geschlechterrollen. Ich finde ja, dass beide die Tür aufhalten können oder die Taschen tragen können. Je nachdem, wer halt gerade mehr Kraft hat oder wer gerade, weiß ich nicht, am längeren Hebel sitzt. Ich habe Tino neulich auch Wasserflaschen durch die Stadt geschleppt. Richtig. Dann stillt halt in Zukunft der Mann.
Das ist ja biologisch nicht möglich. Aha. Ja, ja, vielleicht sind auch im Kopf biologische Unterschiede. Es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, keine Frage, biologische, ja. Auch, man sagt ja auch, dass Frauen andere Haare haben, dass sie Farben Sexismus. Anders, dass sie Farben und Kontraste anders wahrnehmen. Gibt es auch von MyLab so ein Video, so Farben-Dings. Das gibt's ja wirklich, aber man muss sich halt auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren, die man hat, und ja, man darf nicht pauschalisieren. Zum Beispiel ist, hat sie auch die Wasserflaschen tragen können und die mir vielleicht zu schwer waren, weil ich halt schwach bin. Ja. Zum Beispiel. Okay. Ich sag doch nur. Weißt du? Also pass mal auf. Da komme ich jetzt wirklich in gefährliche Gefilde, ja? Ja, insbesondere, weil du nur 30 Sekunden hast. weil mir der Sexismus unterstellt wird, so. Aber... Macht keiner. Also, nee. Also eine Frau... eine Frau hat halt eher die Möglichkeit, aufgrund von, ich setze jetzt irgendwie meine Sexualität ein, um mir einen Vorteil zu verschaffen, würde ich jetzt behaupten, als ein Mann. Ja, falsch. Sexualität bei Frau ist einfach was anderes als Sexualität beim Mann. Nein, ich meine... Beide können ihre Sexualität genauso einsetzen. Ja, nein, aber ich glaube, dass einfach... Vielleicht, weil der Mann eher darauf anfällig ist. Nein, ich möchte das so ausführen. Und da waren die 2 Minuten. Oh, ich habe das bis auf die Millisekunde genau gestoppt. Bin ich nicht ein starker Typ? Mann, wenn ein Mann halt zu seinem Boss gehen würde und sagt, ey, hier, guck mal, ich habe einen Penis. Willst du mich befördern oder so? Himmel, Herrgott. So. Vielleicht hat er ja auch eine Chefin. Das meine ich ja. Meine ich ja. Also habe ich vielleicht nicht gesagt. Ich habe vielleicht Boss gesagt. Für mich ist Boss Geschlecht neutral. Egal. Das wird halt wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, wie wenn vielleicht eine Frau das machen würde. So. Würde ich jetzt vermuten. Ist jetzt erstmal nur eine These. Ja. Ich sage nicht, dass das es so ist. Das kann ich nicht sagen. Ich habe noch nie einen befördert. Das ist noch nie eine Frau. wenn aber eine Frau ihre Sexualität ausspielt, ist es ja zum Beispiel durch den Körper. Wenn das ein Mann macht, dann ist das jetzt nicht, indem er sagt, hier, guck mal mein Sixpack an. Ja, warum? Weil der nackte Mann lächerlich ist. Ist so. Die nackte Frau ist ästhetisch, der nackte Mann ist lächerlich. Meine These jetzt erstmal. Ist so, oder? Das höre ich sehr oft. Das würde ich nicht sagen. Also aber du findest doch nackte Frauen auch ästhetisch, obwohl du wahrscheinlich, oder ja, vermutlich ja, vielleicht heterosexuell bist, weil du eben von süßen Männern geredet hast und so. So. Aber ein nackter Mann, erst recht ein nackter Mann, der nur ein T-Shirt anhat. Ja, siehst du, ja, da lacht aber sie sofort. Aber was ist das denn? Ja, aber eine nackte Frau, die ein T-Shirt anhat, sieht super süß aus. Ja, was heißt, weil da kein Pimmel so drunter. Wahrscheinlich, ich meine, ist ja egal. Ich meine nur, dass es da vielleicht doch eklatante Unterschiede gibt. Ich habe übrigens einen Algorithmus gefunden, wie man Themen finden kann. Redet nur mal weiter, bis ich das nächste Thema habe. Nee, wir haben komm, dieses Sexismus-Ding, das ist doch auch es, jetzt es langsam durch. Es nervt mich durch. Total. Also, es gibt keinen Sexismus, weil es keine Geschlechterung gibt. Wollen wir nicht einfach wie bei Cringe und Confidence ein Video machen, wo wir immer darauf verweisen, dass wir immer dieselbe Scheiße durchkauen müssen? Ja, doch, ist ja gut. Wir reden jetzt über was anderes. Über ich weiß, wie wir drauf gekommen sind, weil eure Theaterfuzzis, die sind alle dumm. Ach so. So. Aber auch da gibt es, auch in diesen progressiven Kreisen gibt es ja auch Diskriminierungen. Wir reden jetzt dass ja vor allem männliche Hauptrollen existieren und männliche Autoren stattfinden. Ach, zum Beispiel. Ich sag's nur, das gibt's auch. Ja, das ist auch ganz, das gibt alles, es auch. Ganz schlimm. Ich spiele in Videospielen viel lieber Frauen. Können wir uns über den Vornamen Samantha unterhalten? Ja. Das ist ein geiler Algorithmus. Man geht auf Wikipedia und drückt man auf Zufall. Das ist Harald Stauch. Das ist der Mann. Oh Mann. Was machst du denn? Das ist der Mann, der an dieser Trommel steht, wo ich weiß halt nicht, wie es zusammengesetzt ist. Meinst dieser Menta? Dieser Mann da? Ist egal. Der Zementer ist egal. Dieser Mann da. Ich hab. Ja, ist egal. Das Zementer. Och Mann, was machst denn du da eigentlich gerade? Ist das ein random Namengenerator? Nein, Wikipedia, zufälliger Artikel macht er. Wir können auch über den Familienname Shahinkaya reden. Mach mal. Aber es kommt immer nichts, dass irgendwie. Kennt ihr jemanden, der so heißt? Ja, der arbeitet hier beim Radio. Ach so. Ach nee, Shanghai war das. Es ist der Vorname. Kenn ich nicht. Ja. Also, eins noch, komm. Selbstorganschaft können wir drüber reden. Die Haut ist keine Selbstorganschaft. Was ist denn? Die Schaft ist kein Organ. Wenn die Selbstorganschaft ist, wenn man sich selber Organe ranschafft, glaube ich. Das ist so eine Selbstorganisation. Wenn du ein Spenderherz brauchst, eine Spenderniere, sorgst du selbst dafür, dass du das Organ bekommst. Okay. Ist ein schönes Spiel, dass man einfach mal zufälliger Wikipedia-Artikel macht und dann erklärt, was passiert. Ach, das war's jetzt schon. Wollen wir mal in Padumcast irgendein Spiel spielen? Ja, Mario Kart. Zum Beispiel. Ich sehe was du nicht siehst, können wir auch spielen. Das geht bei Radio. Alles. Da habe ich auch überlegt, dass bei Radio. Ich habe zuerst an irgendwelche Trinkspiele gedacht. Dann können wir dann einfach Alkohol ins Mikrofon reinkippen, damit die Zuschauer was davon haben. Nee, wir haben keinen Saufen da und ich glaube, wir sind zu 50% Nicht-Trinker. Kann das sein? Ja.
Trinkst du? Ich. Alles gut bei mir. Er säuft sogar. Okay. Oh, Selbstorganschaft ist im Gesellschaftsrecht bei Personengesellschaften das Kraftgesetzes den Gesellschaften eingeräumte Recht zur organschaftlichen Vertretung der Gesellschaft. Was? Du kannst nicht das Wort mit dem Wort definieren. Was ist das denn für eine Scheiße? Das stimmt. Wikipedia. Ja. Billig Webseite. Kostenlos. Hast du deine 3 Dollar schon diesen Monat gespendet? 3 Dollar. 3 Dollar. Echt? Machst du jeden Monat einen Dollar an ja. Wikipedia? Wenn ich Dings. Und Roland. Ach, Roland hat ja jetzt seine Dings abgebrochen, ja. seinen Social Media freien. Kennst du Dion? Scheiße, vom ist Hören, das hat ja, schon Roland genannt. Ja, dürfen wir das im Radio überhaupt machen? Ja, wir haben ihn geoutet hier als Roland. Ist schon mal bekannt gewesen. Ja. War damit cool? Ja, war damit cool. Dion hat einen Social Media freien Monat versucht. Okay. Was schätzt du, wie viele Tage er geschafft hat? Ein Monat hat 30. Robin, das ist so nicht ganz verdammt. Das ist Mansplaining. Ja, oder 31 oder 40. Im Schnitt hat er wahrscheinlich 30,1 oder so, oder? Ich weiß nicht. 15, die Hälfte. 10. Er hat gerade mal 10 Tage geschafft. Das ist schon hart. Dummer Dion. Würdest du das schaffen? Ich weiß ja nicht, was dein Social-Media-Verhalten also, so ist. Also, da ich im Moment in Gera nur E-Netz habe und zu Hause kein WLAN, ist es fast Social-Media-frei im Moment. Okay, und wie fühlt sich das an? Es ist hart. Ein Monat hat ungefähr 30,4375 Tage. 30,1. Dankeschön, danke. Ja, es ist sehr hart. Also, ich muss mal, morgen kann ich WLAN schnurren bei Vincent. Ich glaube, hier gibt es auch WLAN. Hast du WLAN, Vincent? Ich hoffe, Vincent. Kriegt keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt. Ich wollte meinen Aufreger präsentieren, Alter. Das ist ein fürchterliches Lied. Ja. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Künstlerin dieselbe Person ist, die From Zero to Hero gesungen hat? From Zero to Hero. And this is your life. You can make it. Das kenne ich überhaupt nicht. Ich kenne nur From Sarah with Love. From Sarah with Love. Ey, hört auf, die GEMA strikt uns das weg. Das ist zu nah am Original. Und einen Song gibt es doch von ihr bestimmt. Aber wo ist da ein Skandal? Dass Lieder waren, die 2000er geprägt haben. Die jetzt nur noch so eine Waldorf-Mutti-Scheiße singt. Also Tino ist großer Fan. Und ich finde den Song auch ein bisschen catchy. Ist er auch. Die erste Zeile ist ein bisschen holprig. Aber es war ist auch, glaube ich, Absicht von ihr. Ich hab kürzlich hat sie gesehen, bekommen. Wie sie ein T-Shirt getragen hat mit der Aufschrift Liebe sich, wer kann. Stand das nicht bei den Nazis auf so einem Tor oder so? Ja, genau so. Liebe sich, wer kann. Das klingt wie so ein typischer Buchenwald-Spruch. Das neue Sarah Connor-Album, jedem das seine. jedem das seine, Arbeit macht frei, Liebe sich, wer kann. Songs schreiben macht frei. Das neue Lanzer-Album. Ah, neue Fremdkanon. Dann ist eigentlich mal wieder so ein Event, da können wir mal hingehen. Was? So ein Lanzer-Event? So ein rechtsradikales Gesangs-Event. War halt jetzt erst. Thema war ja erst, ne? Ja. Also ich aber die Böse Onkels tour demnächst ist ja auch wieder. Oh, Tino, ey, in jedem Podcast. Budumkast. Haben wir gar nicht gemacht. Doch, haben wir, klar. Okay, weil da muss man halt das dann. Ich hab's perfekt auch vor deinem Klur gemacht, ja. Ach so. Es war perfekt, es war richtig schön. Ja, nee, lass mal die Onkels in Ruhe. Ich würde echt mal. Würdest du mal auf ein Rechtsrock-Konzert? Würdest dich mal interessieren? Allein, dass du überlegst, macht dich schon mega sympathisch, Alter. Naja. Dass du mich instant Nein sagst, das ist großartig. Man muss ja eigentlich mal. Ja, man muss ja mal hingucken und wenn man sich immer nur über die beschwert, auch mal. Brauchst du zufällig eine Wohnung in der Weimarer Nordstadt? Nee. Stimmt, ich habe da demnächst so eine Bude frei. Ja, vielleicht nächstes Jahr, aber. Ja, bis dahin gucken. From Sarah with Love. Ja, from Sarah with Love. Also ich würde schon from mal. From Sarah with Love to Hero. Eine Oktave höher. Das ist immer so ein bisschen, ne, der cheap way out, wenn man nicht weiß, wie macht man den Song zu Ende, kann man wie Lanza. Oh, hast du gerade was gegen meinen Song gesagt? Ja, Watch Dogs. Watch Dogs! Nein, aber Lanza macht dann immer einfach den Refrain, immer und immer wieder, outfaden. Danach noch so ein Key höher. Nee, das schaffen die schon gar nicht mehr. Ah. Aber das ist halt, ne, from Sarah with Love. Hör doch mal auf damit. Da sind die Fridays for Future, Leute. Das letzte auch mal yes. Jetzt geht's los. Ich weiß nicht, was mit denen vorhin war. Die sind einfach früher abgehauen. Schrei mal raus, ich mag Plastik. Hier, marschiert! Klingt so, oder? Ja. Das ist aber erst eine Linken-Demo, oder? Marschiert. Ach, du guckst im Fenster. Das guckst, weil, nein, das ist, weil du das Spiegelbild nur siehst, Tino. Das sind eigentlich echte. Ja, das ist für Plastik, hey. Gib mal.
Ja, gib mal ein Mikrofon her. Ich will es mal raushalten. Ich glaube, die sind relativ fest an diesen Tonangeln hier festgemacht. Wundervoll. Jetzt haben wir Fridays for Future hier. Tino. Hallo. Während Herr Rotes hier diese uralten Fenster auseinanderbaut. Wehrmachtsfenster hier zusammenklappt. Du warst irgendwie da mal bei so einem Rechtsrock-Konzert. Wie genau ein war Thema. Das da? So, naja, ich war aber nur, du warst nicht drauf. Also ich hätte reingedurft. Ja, aber hattest Angst. Ich war als Schauspieler dort. Ich habe für so einen Film was gedreht dort. Und dann haben die auch gefragt, ob wir auch rein möchten, so richtig die Polizei. Da haben wir gesagt, nee, können wir nicht brauchen. Aber es war sehr witzig, weil es gab so ein Walk of Shame irgendwie. Also die Nazis mussten durch die Linken durch quasi, durch so einen roten Teppich quasi. Und da stand links und rechts quasi daneben die Antifas. Wie du das gerade schon wieder framest. Wir haben das damals im Ethikunterricht gemacht und da hieß das Gasse des Vertrauens. Von mir aus auch da das. Da sind dann Leute, die gemobbt wurden, einmal durch die ganze Klasse gelaufen und dann so hat man links und rechts Nettigkeiten gehört. Und die haben alle ihr Gesicht zugehalten und hatten aber auf Shirts stolz auf Deutschland und so und Gesicht zeigen für unser Vaterland, hatten aber ihr Gesicht abgedeckt. Das war sehr witzig. Und die hatten Bierverbot dort. Also durften keinen Alkohol ausschenken. Das war das, ja. Weil es ja kein Konzert war, sondern eine Demonstration offiziell. Und haben die Linken so mit so einer Angel, also angelrute Bierflaschen dran gehangen, haben die so rübergehalten so. Das war sehr witzig. Ja. Sonst ist halt witzig. Da finde ich halt Linke auch wieder okay. Weil ja. Das ist witzig. Danke, Robin, fürs Herdrehen des Mikrofons. Herdrehenplatz. Aber es ist sehr spannend, auch mal dahin zu gehen. Jetzt kannst du mich hören. Hallo, Herr Rodes, ich bin in deinem Kopf drin. Das ist alles nur in meinem Kopf. Ich hasse das. Wollen wir noch über Max Giesinger reden? Ist das von dem? Nee. Nein, das ist... Oh, peinlich, Robin, du dummer Mensch. Ah, ich habe zwei Leute verwechselt, die mir völlig egal sind. Warte, ist es Andreas Burani? Kannst du mir mal das Andreas G. Burani da drüben? kannst du mir runter mal das Caramel Gibson? Das habe ich auch so gesehen vorhin runtergejörg, Kachelmann. Und ich habe gestern eine alte Wecke, Bodo Ramelow. Genau. Ja. Gibt es auch ein Video, das habe ich nie hochgeladen. Hm. Alter, die sind aber laut, du. Man hört die jetzt. Zum Feiertag, ja. Ich will ja in Ruhe einen Podcast aufnehmen. Und dann kommen die Assis schon wieder. Was hat ihr eben? Ey, wir hatten eigentlich was Geiles noch vorher. Ach nee, das war Max Giesinger. Achso. Max Giesinger, über den habe ich Sachen gehört. Ja, der macht jetzt auch was mit Ton. Ja, in Weimar auch. Du bist so hässlich, Alter. Der verwirklicht sich da selbst. Der findet sich da drin. Der hat jetzt im Leben so viel Sex, dass er sich jetzt selbst verwirklichen muss. Du bist so eine mit dumme so Sau. Der stichelt gerade, hör auf mit der Scheiße. Ja, ich kenne die Storys auch. Welche Storys kennst du denn jetzt schon? Herr Giesinger, der mag die Weimarer Frauen ganz gerne. Ja, aber die Weimarer Frauen mögen ihn nicht so sehr. Echt nicht, schade. Hallo, also nur der ganz kurz. Pimmel hat. Also nicht so sehr, was? Was? Einen kleinen Pimmel? Gar nicht. Also vermutlich nicht, wo soll ich denn das wissen? Wüsste ich jetzt auch nicht. Ah, lustig, okay. Aber nicht, ey. Das ist dumm, Alter. Wir haben uns versprochen, wir meinten Schnacks Schniesinger. Ne? Wir haben jetzt versehentlich den mit dem Sänger, von dem meinten wir gar ja, nicht. Ja. Nicht, dass es jetzt heißt, über den haben wir gar nicht geredet, okay? Über Gax Miesinger reden wir. Gax Miesinger. Ja. Ja, der sieht aus wie Max Giesinger, nur hat er so einen Schnurrbart, das ist klar, ne? So eine Nase und so eine Brille. Vor allem denselben Gag hatten wir schon, die habe ich original recycelt gerade. Das merkt keiner. Weil Dino Tanacher auf irgendeiner Demo war mit dem Schnurrbart. Und ich den Witz halt witzig fand. Das merkt keiner. Ja, also Max Giesinger war in Weimar mal. Zum Laut und Draußen. Draußen ist groß. Laut und Draußen ist groß. War ich bis jetzt noch nicht. Findest du das eigentlich geil, dieses Event? Ich fand's, wie was? Event, ich kenne nur Advent. Die Podcast-Folge der recycelten Gags. Ja, also Recycling ist wichtig. Wir haben ja Recycling, ist ja ein Thema. Wir haben ja auch Freitag heute. Vor allem Cycling, so Fahrradfahren. Recycling ist halt für Umweltschutz gut und wir recyceln halt Gags, die sonst im Meer landen würden. Recycling. Uff. Können wir nochmal ganz kurz den Faden wieder aufholen? Warte, der liegt unter dem Tisch. Wir hatten einen Faden. Was wollte ich? Ich habe dich gerade gefragt, ob du Laut und Draußen gut findest. Ob du das ich fand's hervorragend. Echt, ja? Ich meine, wir hatten dieses Jahr halt wieder Gestört, aber geil. Mhm. Wir hatten Cool Savage, ja. Und die haben so sich gegenseitig so die Fist gegeben da auf der Stage und zwei Monate später kam das Crossover von Cool Savage meets Gestört, aber geil, deine Mutter. Hä? Gab's den Song schon, deine Mutter? Ja, von Cool Savage. Okay. Und jetzt hat Gestört, aber geil den geremixed. Cool. Sind da auch irgendwelche coolen Leute noch, oder? Ja. Bei Laut aber draußen. Laut aber draußen. Laut. Wir sind vielleicht draußen, aber laut aber draußen. Nee, wie? Draußen wegen out halt. Ja. Laut but out quasi. Was?
Naja, ich sag mal, draußen ist man erst, wenn man Zwiebelmarkt spielt. Achso. Ja, Zwiebelmarkt ist jetzt auch bald wieder. Was sind da noch so für Leute, also Sänger? Zwiebelfest. Wer hat man noch? Kaja Candela war letztes Jahr da. Der war der. Das ist der eigentlich. Das war aber ganz entspannt, fand ich. Also die sind cool, die mag ich auch. Ich hab die auch getroffen noch irgendwie. Oh, du bist so berühmt. Nee. Huren. Eher zufällig. In du Sohn war. Einer Hure. Einer Nutte. Ich wusste nicht, wie die aussehen, aber ich hab den. Die Nutten, also die haben in der Regel wenig an. Ja. Und in der Regel arbeiten die gar nicht. Na. Schwachsinn, wollte ich irgendwas sagen. Genau. Super. Gott, Alter. Das ist ein Comedy-Flow hier. Du ja, siehst schon, super. Oder? Du gehst ja weg, dein Hirn läuft ja aus den Ohren raus. Ich muss auch aber gleich los, leider. Ey. Immerhin ich ein Lächeln auf den Lippen. Ich will gar nicht gehen. Ja. Ja, Tino, da wirst du das Geheimnis noch wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, das ich gleich erzählen werde. Mhm. Ich muss dann auch mit können. Los. Du musst mit los. Ich, ja. Bin, oh, ich dachte, das ist 16 Uhr Zeit, Mensch. Ich bin naja, minimal gehypt tatsächlich jetzt auf das Geheimnis. Lauf langsam. Geheimnis. Das Geheimnis. Ich habe ein Geheimnis. Ich kenne das schon, das ist ja scheiße. Okay, dann macht euch mal ab jetzt. Ja, so 5 Minuten habe ich noch. Ah, okay, na gut, dann Tino. Dann erzähl nee, Robin, nee, Tino, Robin, hast du jetzt genug Robin, gesagt. Wir sind jetzt ruhig, wir zwei. Ja. Jetzt können die beiden noch kurz. Moderiert euch mal hier kurz gegen die Wand gegenseitig. Gegen die Wand. Ihr habt noch zu wenig Redebeitrag. Richtig. Ja. Ich höre euch lieber zu als so. Naja, wenn du einen Podcast machen würdest. Ja. Wie sähe der aus? Oder wie sähe der aus? Wie höre er sich an? Grün, blau. Wie hörte er sich an? Also ich glaube, ich würde mir auf jeden Fall einen Mann dazu holen, zuhören, auch gut, weil es natürlich interessanter macht. Und dann, ja, unser Podcast. Und dann, weiß nicht. Geht's los. Ich habe nicht so viel zu erzählen. Ach Quatsch, du kannst, guck doch mal. Robin Schnauze. Ja, sorry, aber das ist halt ein Riesending auf Twitter, wenn Leute über ihre Kinder tweeten. So. Und wenn du mit Kindern zu tun hast, kannst du ja jeden Tag erzählen, wie dumm die sind. Kindergartengeschichten. Ja. Oder? Zum Beispiel. Ja doch, ich habe ganz viele Geschichten über dumme Kinder jetzt bei mir im ich hoffe, das wird nie ausgestrahlt. Im Jugendwaldheim, doch. Also die, da könnte ich jede Woche erzählen, was die so wieder gemacht haben. Weiß immer, ich nicht, ob ich das rechtlich so darf, aber eben, also halt wenn ich keine Namen. Ja doch, das darfst du nur Namen die Namen nennen. Nicht nennen. Ja. Also der Kevin Lukas Müller, der hat sich eine Hose gemacht. Ja. So dumm. Also diese Woche war zum Beispiel ein Mädchen bei uns, wir waren halt im Wald und haben Sachen gesammelt und sie sagte zu mir, ja, also ich bin jetzt Mowgli, ich zieh mich jetzt nackt aus und renne durch den Wald. Und ich guck sie so an, ich habe ihr das echt zugetraut, dass sie das macht. Hat sie nicht gemacht, aber... So sagen Kinder sehr schade. Oft, ne, auch sich ausziehen wollen und so, ist es... Wo ich mir auch die Sonne Dann habe ich noch angebracht, dass Mowgli ja auch nicht ganz nackt ist und dann stimmt. Hat sie überlegt und... Ja, schade eigentlich. Ja. Tino, mit welchen Kindern hast du zu tun, die andauernd Mowgli machen bei dir? Ich bin ja auch Pädagoge aus. Ich bin ja auch Pädagoge. Ich bin Pädagoge, ja. Ich bin Pädagoge und ich arbeite manchmal mit Kindern. Ach so. Auch in der Freizeit. Bei so Filmproduktionen oder? Zum Beispiel. Und da kriegst du halt Sachen mit. Und da denke ich auch manchmal, wenn da jetzt Leute so das gerade mitbekommen, so was gerade passiert, dann denken die, ich bin voll der Pädo. Aber die sagen halt dann so Sachen, Tino, wie sieht denn dein Penis aus? Alter, ich habe. Das gibt es. Es ist so, so witzig. Kinder sind halt einfach dumm. Passend dazu, ich habe ganz kurz würde mich noch die Antwort interessieren. Also, ja. Ja, ich zeig's dann ganz kurz. Ich habe ein neues Subreddit gefunden, das heißt Kids are fucking stupid. Und es ist so witzig. Und weil du das gerade erzählt hast, da gibt's halt ein Video, wie ein Typ auf dem Klo sitzt, am Kacken gerade ist, in einem öffentlichen Raum so. Und es kommt da einfach ein Kind unter der Tür durchgeklettert und sagt so: Hey, was machst du da? Mhm, ja, okay. Ja, und dann reden sie kurz so, ja, okay, dann gehe ich jetzt wieder raus, muss die Tür dann aber einfach zumachen, so, und das Kind kriegt halt durch und stell dir halt vor, es kommt ein Erwachsener irgendwie draußen gerade rein, sieht, wie das Kind da unter der Tür in den Raum reingeht, Alter. Das ist fucking sehr, sehr gefährlich, ja. Ja. Er hat halt direkt die Kamera gezückt, damit ihm nichts angehaftet werden kann. Wie so. Man das halt so macht, ne? Auf dem Klo, so, ja. Kommt ein Kind aufs Klo, zücke ich die Kamera, zack. Nee, ist auf jeden Fall sehr witzig, kann ich empfehlen. Kids are fucking stupid. Noch, bevor ich gehe, noch eine Anekdote, eine kleine. Ich war letztens, saß ich vor dem Theater, habe mich mit Freunden getroffen. Da lest so eine alte, verwirrte Frau irgendwie rum und guckt das Theater an. Oh, mein Lieblingsschmuckladen. Und geht rein. Okay. Sehr witzig. Kam sie wenigstens mit Schmuck wieder raus? Weiß ich nicht, sie kam gar nicht mehr raus, keine Ahnung. Okay. Die kamen nur so zwei Beine raus. Podcast-übergreifende Gags. Ich wollte gerade sagen, wenn ich auch raus hatte, keine Beine, aber dann ist natürlich ein bisschen besser. So, ich pack und meine, den Gag zu verstehen, müsst ihr Brennpunkt Internet hören. Ja, Cross-Promo. Ich pack meine Sachen und gehe.
Schön. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Oh, meine Schwester ruft. Tino. Den können wir gleich machen. Darf man hier telefonieren nebenbei? Ja, doch, ja, immer mal. Aber nur mit Lautsprecher. Hallo? Warte. Warte, wo ist der Lautsprecher? Hier. Hallo. Hallo? Hallo? Du bist jetzt live. Nicht live, bald. Was ist denn? Was? Du darfst alles sagen, nur nicht den Holocaust leugnen. Das wäre ungünstig. Was ist denn? Ich wollte fragen, ob du jetzt mit Pommes essen gehen willst. Pommes? Oh, Pommes sind immer gut, aber eigentlich muss ich zum Zug. Okay. Dann halt nicht, ne? Ja. Ich würde die Pommes nehmen. Willst du noch irgendwas sagen? Fürs Internet? Achso, ich bin cool. Oh, Maria ist scheiße. Oh, sehr gut, was sie sagt. So. Du musst dich, glaube ich, da auch jetzt okay. nicht mehr reinlehnen. Ich, ja, glaube, ich bin dann so zu machen. Hause, ne? Ja, ich nicht. Okay, großartig. Hat mich sehr gefreut. Tschüss. Ja, Kollege. Tschüsschen. Morgen Abend, Rundberg. Bleibst du da? Ja, ich denke doch. Ne? 80er ist 80er. Maja, du auch 80er Party, Uhrenwerk? Ach, warte mal doch, Tino, ich will das ordentlich machen mit dir. Wenn er Geburtstag-Inku ist, komme ich mal vorbei. Okay. Ja, 80er Musik ist halt. Die Woche war sicherlich nochmal. Edel. Ich hoffe. Kommst du Grundstock Hirmse? Billie Jean geht ja, da immer. Echt? Nein. Warum wo nicht? Wo soll ich denn da? Na, ich bin da. Grundstock. Ihre Grundstadt, kommst du? Ja, meine Oma wohnt da, habe ich gleich einen Platz zum Schlafen. Hervorragend, da habe ich hier schon mal einen rekrutiert. Grundstock Hirmse Gesellschaft, ihr habt's gehört, ich setze mich hier ein. Okay, gut, dann bis dann. Mach keinen Scheiß. Herz allerliebst. Grüß Frauen und Kinder. Ja. Schön. Oh Gott. Tschüss. War sehr schön. Es war mir, und ich finde genau, das sind die Szenen, die in den Podcast gehören. Ja. Oh, ich liebe dieses Format. Inzwischen mag ich es total. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß gemacht. So, jetzt aber, Lester los. Was ist das Geheimnis? Ach, Tino, das ist echt einfach. So ein hässlicher, schöner Mensch. Ich tue immer so, als würde der irgendwie blöd sein, aber das ist so ein herzensguter Typ. Ja, das denkst du gar nicht. Gut, sein linkes Gesülze, da muss man ein bisschen Toleranz zeigen. Ja. Aber ich finde den eigentlich. Ich freue mich immer sehr, den zu sehen. Ganz ehrlich, ich freue mich, den zu sehen. Ich wollte eigentlich nicht auf diese Artikel Fridays Demo. Ja. Aber dann kam Tino und da. Und dann kam halt Bex und meinte, der ist da drin. Ich habe mich extra so Kapuze auf, Mütze auf, damit mich mal keiner sieht, weil ich eigentlich dann jetzt nicht so unbedingt. Ist auch egal. Und hat sie gesagt, Tino ist da. Und ich sag, komm, ey, für die Mems, ich will den jetzt eigentlich schon mal irgendwie treffen. Und er freut sich ja, wenn er mich sieht. Mhm. Telefon! Wollen wir mal rangehen? Warte, Tino, rangehe. Ich will da mal rangehen. Okay, was mache ich? Was mache ich denn jetzt? Also ich beschreibe eine Situation, er dreht sich gerade, findet das Telefon nicht, dreht sich weiter, läuft in eine Richtung, sucht, sagt, hä? Es klingelt weiter. Ah, jetzt gefunden, das ist ein Riesentelefon, das nicht übersehen ist. Jetzt telefoniert er. Guckt mich an wie so ein Otto. Sagt nix. Er weiß nichts davon, sagt er. Keiner ist im Büro, komisch, Feiertag. Ja, kratzt sich am Kopf. Ja, hört zu, scheinbar hat er den geringeren Redebeitrag. Was haben wir hier? Aufnahme in Spur aktiv. Gute Sache. Ist verwirrt? Aber Leute, ich würde euch gerne was Geiles erzählen, aber manchmal ist es so, ne? Er sagt halt nichts, er spielt sich am Schnulli rum. Er fragt nach dem Namen der Dame. Jetzt kriegt er wahrscheinlich den Namen gesagt. Jetzt winkt er irgendjemand. Nee. Jetzt guckt er mich verwirrt an. Ich sehe es halt durch die Spiegelung nicht. Alles klar. Er sagt Bescheid. Ist wahrscheinlich übelst uninteressant. Ja. So machen wir das, ne? Na klar, so machen wir's. Grüß mein. Und was wollte sie? Witzig. Ja, oder? Das ist witzig, Alter. Das fühlt sich so richtig an wie. Das ist ja interessant. Ja, ich habe auch das Fensterchen gesehen. Was sagt denn das? Nee, dass hier so ein zweiter Bildschirm ist, der das gleiche zeigt wie der erste Bildschirm. Ach so. Das wusste ich gar nicht. Aber das Fenster ist okay, was man da sieht. Das ist nicht Aufnahme gestoppt oder so. Nö, das Fenster ist gut. Also, überwach bitte nochmal alles. Hier gibt es auf jeden Fall immer so eine Frau, die irgendwie gefühlt unseren Podcast immer so ein bisschen sabotiert. Die macht dann hier immer irgendwas an und dann sind wir eigentlich eingetragen und dann ist sie aber noch drin und so Komplikationen. Und da gab es schon ein, zwei Reibungspunkte und diese Frau hat wohl heute vergessen, dass Feiertag ist. Die hatte irgendwie so einen Termin jetzt, aber das ist gar nicht. So, das ist jetzt Genugtuung für mich. Also, welche Folge haben wir gerade Podcast? Die 17. Wirklich? Nicht?
Wir müssen doch wieder mit dem Brennpunkt gleichziehen. Das ist Folge 17 bis 37, die wir gerade aufnehmen. Ah, ja. Schreibt das bitte in den Titel rein. Das ist eine Zusammenfassung der 20 letzten Folgen. Ja. Weil der Brennpunkt sich ja so dafür gefeiert hat, dass er ein paar Dummkasten überholt hat, aber nicht mit uns. Nicht mit uns. Nein, das ist Folge 17 bis 37. Wie weit ist der Brennpunkt gerade? Die 36. Folge kommt diesen Sonntag. Scheiße. Na, 37 ist doch mehr als. Ja, dann ziehen die ja in eine Woche wieder nach. Dann müssen wir bis 47 machen. Okay, so machen wir's. Also das ist Folge 17 bis 37, wie gesagt. Und die letzten Folgen waren wild. Ich krieg langsam ein Hüngerchen. wir haben noch 20 Minuten, wir brechen mal ab. Wir machen eine extra lange Special-Ausgabe, die über 40 Folgen geht, aber wir machen sie 40 Minuten nur lang. So könnte man es machen. Nein, also das war wirklich gut, die letzten Folgen. In der 18. haben wir über 18 werden geredet. 19? Da haben wir über 19 sein gesprochen. 19 also, ist ein richtig behindertes Alter. Nee, aber als ich 19 war, ging es drunter und drüber. Dieses Jahr. Das war das schlimme Jahr, das war 2014. Warum ist das schlimm gewesen? Na, das war die Zeit, wo wir uns auseinandergelebt haben. Und da haben wir auch alle möglichen Videos halt gedreht. Auch. Ja, ist doch gut. Das war das, wo wir halt im Herbst... Auch die Kirchenparty hatten. Das ist doch nicht schlecht. Aber das war dann, also die Zeit, die danach kam, war halt schwierig für mich. Weil ich nicht da war, ich war ja in Japan. Es war ja Abschiedsfeier, weil ich 2 Wochen weg war. Fick dich, Robin, weißt du, du willst es auch einfach nicht verstehen. Ich weiß es gerade nicht. Ziemlich helle Zeit. Ach komm, fick dich, Alter. Kannst du mal bitte die letzten 10 Minuten schnell rauscutten und wir nehmen die nochmal auf, ohne Scheiß. Das ist doch jetzt die übelste Bremsstimmung. Mach mal Pause jetzt. Ich muss da keine Pause machen, ich kann doch einfach einen Cut setzen. Sie vergisst das. Nein. Gott, ist das dumm. Also, und dann haben wir noch 30 andere Podcasts aufgenommen. 30? Von wann bis wann? 17 bis 47. Haben wir es nicht gesagt? Ich bin noch. Ich habe Mathe 17 bis 37 wollten wir Podcasts machen. Nein, weil der Brennpunkt-Hörerwunsch ist bei 36. Jetzt sind wir uns auch bei 47 geeinigt und ich habe Mathe geübt. Ach so, ich dachte, wir machen jetzt bis 37. Das nächste Mal, wenn wir Podcast aufnehmen, machen wir bis 47. Nee. Weil dann ist ja nächste Woche schon wieder der Brennpunkt schneller und der Brennpunkt ist ja scheiße. Oh, Himmels Willen. Okay. Ja. Wir starten nochmal. Also, 19. Du wolltest doch vor allem über Studenten haten. Mach das doch mal. Hast du nicht von. Ja, ich wollte mich nur darüber aufregen, dass jetzt, wenn das neue Semester beginnt, und ich weiß nicht, wann du wieder reinschneidest. Wenn das neue Semester beginnt, ist immer die Mensa so voll und ich gehe mittags immer wieder in eine Mensa essen. Das ist eigentlich witzig. Als Student zahlst du 1,50 für ein Mensa-Essen. Du redest jetzt von hier in Weimar oder was? In Weimar zahlst du 1,50 für ein Mensa-Essen. Ja. Für das günstige in Weimar. In Köln zahlst du als Mitarbeiter für dasselbe Essen 6,50. Geil. Und das Problem ist, jetzt ist immer die ganze Mensa total überlaufen, weil die jetzt irgendwie, keine Ahnung, geben, weiß ich nicht, Trimester oder so. Da haben wir es wieder von den Lebenserhaltungskosten im Osten. Kosten Osten, ja. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Student im Westen irgendwie mehr BAföG kriegt, oder? Weiß ich nicht. Mit BAföG kenne ich mich halt gar nicht aus. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nur, dass es diverse Leute gibt, die wir beide kennen, die einen Spitznamen haben und dann war halt Stefan heißen zum Beispiel, die halt gesagt haben, dass sie das sehr ausgereizt haben, so quasi das Maximum. Mhm. Und im Endeffekt läuft sich das dann auf 40.000 Euro raus. Das ist schon hart. Und man muss aber irgendwie nur maximal 10.000 zurückzahlen. Oder irgendwie 9.000 sofort oder so. Das ist mein BAföG-Wissen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist und ob man da überhaupt reden sollte drüber. Na, ich sag, kannst du ohne Probleme drüber reden. Okay. Der Punkt ist, wenn man dann irgendwann 40.000 zusammen hat nach so und so vielen Jahren, ich weiß nicht, wie lange man warten muss, bis man 40.000 BAföG zusammen hat. Das war halt auch, weil da irgendwie so ein Urlaubssemester oder sowas dabei war und so, ich habe keine Ahnung. Es ist einfach Quatsch, es ist viel lukrativer, wenn man halt einfach arbeiten geht, weil es ist einfach, ich glaube, maximal kriegst du da irgendwie, was war das, 560 Euro oder so? Vielleicht labere ich auch Müll, auf jeden Fall sind es dreistellige Beträge. Also wenn du 40.000 vom BAföG haben möchtest, musst du sehr viel lange Zeit warten und auch auf niedrigen Lebensstandards leben. Hm. Ich kann dir nicht mal sagen, was mehr oder weniger als Hartz IV ist. Also man schlägt jetzt dem Staat nicht ein Schnäppchen, wenn man sehr, sehr viel BAföG bekommt. Insbesondere, ich weiß nicht, inwiefern das in die Urlaubssemester eingeht, aber man muss ja auch bedenken, von dem BAföG zahlt man ja seine Studiengebühren. Hm. Im Urlaubssemester nicht, aber ich weiß nicht, ob man im Urlaubssemester auch BAföG bekommt. Und man kriegt es ja eigentlich auch nur eine bestimmte Zeit lang. Also soweit ich weiß, war der Lifehack daran sozusagen, dass es halt nur einen bestimmten Betrag gibt, den man zurückzahlen muss. Und wenn man darüber weiter aber noch bekommt, muss man es halt nicht zurückzahlen. Ja, aber es ist trotzdem, man kriegt jetzt nicht irgendwie 30.000 ausgezahlt.
in einem Moment. So, man kriegt nicht das ja immer in einem Moment, aber im Endeffekt. Und ich sag mal, wie gesagt, Hartz IV musst du halt gar nicht zurückzahlen. Man ist ja auch nicht der krasse Lifehacker, wenn man Hartz IV bekommt, finde ich. Naja, kommt auf die Perspektive an. Also wenn man MCM ist. Ja. Die Stimmen werden immer lauter, ich soll unbedingt mit MCM was machen. Meine Stimme ist verdammt laut in der Hinsicht. Mhm. Mach was mit MCM. Warum machst du nichts mehr mit MCM? Ich habe schon genug mit MCM gemacht. Jetzt bist du dran. Dein Pensum ist voll für dieses Leben, oder was? Dies. Ich warte, bis er mir 50 Euro zurückgibt. Ich hatte halt eine echt geile Idee, aber die kann ich nicht spoilern. Dann, aber ich mach's halt eh nicht, weil sie unmöglich ist. Dann gehe ich mal ganz, ganz kurz an das Mischpult. Warte. Das ist dumm. Ja, also MCM ist Weimars bekanntester Rapper. Und ich finde den eigentlich... Sag's mal, jetzt ist... Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich sehe doch den Ausschlag noch. Ich sehe doch den Ausschlag da. Da oben ist doch eine Anzeige. Hier. Das ist meine Haut. Da. 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 Okay, ich drücke jetzt hier auf live, okay? Also ich hatte die Idee, MCM so darzustellen, dass er halt... Also, dass es ein ganz lang geplanter Prank ist. MCM ist halt, glaube ich, wirklich behindert. Ich weiß es nicht genau. Ist halt so ein bisschen gespött von Weimar. Ich finde eigentlich, ist er ein sehr sympathischer Mensch, der schon Opfer seines Umfelds war und halt einfach nicht der cleverste ist aufgrund von, ich weiß nicht, ob es letztendlich Behinderung ist oder einfach nur, weil er Legastheniker ist oder so. Ich, keine Ahnung, ist ja auch egal. Und es wäre halt schon geil, so ein Riesending zu machen und ihn da hinzusetzen im Anzug und zu sagen, ja Leute, ich habe euch seit 20 Jahren hier nur verarscht. Das ist aber genau die Sache. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Rolle. Das ist genau die Sache, bei der die Leute bei Drachenlord warten, ne? Dass er irgendwann rauskommt, dass er halt hyperintelligent ist und die ganze Zeit mega das Geld damit gescheffelt hat. Aber, witzig. Unwahrscheinlich. Ja, bei Drachenlord ist es halt auch, der ist halt auch sehr dick. Also ich weiß nicht, ob man sich so in seine Rolle hingeben würde. Aber also das macht doch keinen Spaß, so. Das ist so ähnlich wie die Hoffnung ist, fühlt sich so ähnlich an, wie die, dass irgendwelche Leute nur den Tod vorgetäuscht haben. Ich habe da schon jetzt ein paar Mal drüber nachgedacht, ne? So, alleine bei deiner eigenen Beerdigung irgendwie so mal gucken, im Baum zu sitzen. Ja. Vorher noch Testament schreiben und übelst die geile Scheiße so, dass man irgendwie, weiß nicht, ich, Lanzer hören muss. Warum ist denn heute Lanzer so präsent? Nee, aber ich weiß nicht, warum das bei dir so präsent ist. Das flammt im Herzen. Nein, irgendwie auf der Beerdigung einen geilen Song hören oder so. Man will doch nicht, dass auf der Beerdigung geheult wird. Das soll doch eine geile Feier sein. So. Mir ist das egal. In der Regel sollte ich dann tot sein. Ja. Macht, Leute, geil. Macht. Ist egal, aber habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Egal, ja. Drachenlord, MCM, Tod vortäuschen. Nee, der Punkt ist, man hofft immer, dass es irgendwann passiert, so ein Elvis oder so ein Michael Jackson oder... Spinner. Der macht den Gauland und dreht sich so da unten weg beim Reden. Ja. Und wundert sich dann, dass er so leise ist. Und die gleiche Hoffnung, dass die halt tot, nicht tot sind oder hier, wie heißt die alte, ach ja genau, Daniel Kübelberg, ist halt, dass dumme Leute eigentlich schlau sind, aber es passiert immer nie. Eigentlich muss man die Initiative ergreifen und das machen. Ja. Also soll ich das machen mit MCM? Und hab's jetzt hier allen verraten. Der Punkt ist MCM. Also wenn's wirklich so ist. Ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, habe gefragt, ey, MCM, hast du einen Anzug? Und daraufhin kam halt eine Sprachnachricht, von der ich meine, okay, ich glaube, es ist sehr schwer, ihn darzustellen als. Also, du hast ja mit ihm mal Weimar Tag und Nacht gedreht. Mhm. So, wie leicht ist das, ihm ein Skript zu geben und er sagt das dann auf? Nicht. Ja. Es ist wirklich nicht so easy gewesen. Es ist mir zu nah, Digi. Ja, es ist ja nicht schlimm. Dann gehe ich halt auch weiter weg. Edge. Gleich laut. Das ist auch kein Diss gegen ihn. Also, wenn man zum Beispiel mit Peter Krüppel2Go irgendwie, was weiß ich, ein Sportvideo drehen sollte, würde ich halt auch sagen, ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Na, der Punkt ist, wenn er halt eine Ansage macht, muss er es halt manchmal häufiger probieren, ne? Mhm. Bei MCM ist es halt aus anderen Gründen halt auch ähnlich, dass er den Satz irgendwie nicht richtig gesagt bekommen hat. Und dann war es halt dann irgendwann so dieses, ja, halt dich mal ungefähr da dran, ne? Mhm. Und was auch völlig normal ist, wenn man nicht so die Schauspielerfahrung hat, ne? Aber es wurde auch viel durch Schnitte gemacht, ne? Mhm. Ja, also theoretisch, wenn du machen kannst, geil. Ihn halt reell in Anführungsstrichen darzustellen. Gut darstellen ist natürlich überhaupt nicht gut oder sinnvoll, irgendjemanden darzustellen in dem Sinne. Aber halt einfach so Sachen zu machen, die er halt eh macht und das halt so ein bisschen filmen oder so. An sich hat er halt übelst Potenzial, finde ich. Das hab ich mir auch gedacht damals. Aber ich hab's dann halt irgendwann, ja, man kann sagen, ich hab's aufgegeben, ne? Hm. Weil ich hab mit ihm halt Geld verdient irgendwo, auch wenn es so ein Zwanni war oder so. Aber durch dieses Weimar Tag und Nacht kam halt auch nicht so rein durch dieses, also ordentlich. Ach, damals ging AdSense noch, ne? Ja, ordentlich im Verhältnis zu dem, was man halt, was ich halt sonst so bekommen habe. Zum Beispiel der Watch Dogs Song hat halt zwar monetarisiert, aber da kam halt nichts anderes irgendein Grund. Scheinbar hat das vielleicht
Ubisoft geclaimed oder die waren zu blöd, da Werbung drauf zu schalten. Okay. Auch meine ganzen Videos immer mal so gefreut, wenn mal 10 Cent kamen. Ist halt immer schön zu sehen, so witzig, wenn man mal so einen Spike hat. Der, der Leukämie hat oder was? Oder warum grinst du jetzt? Und dann kam halt dieser Riesen, der sagt, an einem Tag so 2,40 Euro oder so. Das hat voll gefreut. Ne? Ich habe das Geld nie ausgezahlt bekommen. Geht ja erst ab 70 oder so. Ne? Genau, 70. Jetzt habe ich, halt auch keine Monetarisierung mehr, weil ich nicht auf die Viewtime komme. So im Grund, ganz komisch. Ach so, redest du darüber, was so hinten runterspringt? Bei dir bei so 10.000 Klicks? Bei YouTube. Ja, also nur durch Monetarisierung. Ich meine, du lebst ja also von... Also habe ich ewig nicht geguckt, weil es einfach gar nichts mehr ist. Also du hast ja innerhalb von YouTube so eine Anzeige, da steht halt immer so 50 Euro oder sowas. Mhm. Aber selbst die war, also ich weiß nicht, wie es heute ist, die war früher immer viel zu ungenau. Also wenn dann da früher irgendwie 100 standen, dann waren es im Endeffekt nur 60 oder so. Also YouTube... AdSense-Geld, das kannst du eigentlich echt hart vergessen. Und dann ist es ja jetzt auch so, dass jedes Video erstmal pauschal als nicht monetarisierbar eingestuft wird. Das ist halt die Scheiße, diese Anfangsphase, wo die meisten das klicken. Und genau in der Phase ist halt die Prüfung. So, das kannst, ich weiß nicht, ob das geht, wenn du es hochlädst und halt wartest und dann erst freischaltest, ob es dann... Das geht schon auch, aber also gerade bei den Content, den wir auch so machen, ich weiß jetzt nicht, das Gamescom-Video... Da wird halt ein Holocaust-Witz gemacht und so. Also das sind halt eigentlich alles Sachen, die gar nicht gehen so. Und ja gut, am Anfang halt auch schon das Judending. Keine Ahnung. Also ich sehe es ja auch ein, aber das war halt früher einfach nicht so. Und ich finde es ein bisschen dumm. Aber sie wollen halt brandsafe sein. Wie dem auch sei, der Vergleich einfach mit Twitch. Mann, es ist gerade September, wenn ihr abonnieren wollt. Wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr einfach mich abonnieren. Ihr gebt mir dadurch 2,50 Euro und habt überhaupt keine Kosten dadurch. Super nett. Was war das eigentlich, als Roland mir diesen Gag, diesen Sub geschenkt hat? Hat das irgendwas? Wir können ruhig darüber reden. Tino ist ja nicht mehr da und er hört sich das niemals an hier, glaube ich. Was ich würde das eigentlich gerne über Roland reden. Es ist so fucking witzig. Ich habe die Stelle gar nicht gehört. Wie kam das echt zustande mit Roland? Wir haben ja einen Spezialpodcast über Dion und Memes gemacht. Mhm. So, und da habe ich halt gesagt, ey, Tino, meinst du, es ist okay, hier Dions echten Namen zu verraten? Und Dions echter Name ist halt Dion. Aber Tino mit seinen blauen Augen, der heißt doch Roland. Oh, das ist ihm bestimmt unangenehm, ne? Deswegen nennt er sich Dion. Es ist der passende Anlass, weil jetzt kommt eine neue Netflix-Serie und die heißt, Raising Dion. Also diesen Namen gibt es in echt. Das ist kein Fantasiename. Aber ganz kurz, ich. Hält das Mikrofon zu. Was denn? Hast du es auch geglaubt? Nee, aber Dion könnte sich das doch anhören. Nicht Dion, Roland. Tino. Ach, scheiße, Dion. Ja, dann hat das halt so erfahren. Tino, wenn du das hier hörst, dann sag mal Hallo zu mir. Ah, scheiße, das mit dem Roland. Ich dachte, das wäre so ein Gag für alle. Ist es ja quasi auch, aber ich finde es auch witzig, jetzt einen Gag über Tino draus zu machen. Man kann das nicht verraten, der heißt Roland wirklich, oder? Ja. Der heißt Roland. Auf jeden Fall. Aber wo waren wir denn jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht, bei MCM auf jeden Fall. Der hat Potenzial und du hast AdSense-Geld. Und dann habe ich auf Twitch noch kurz, auch für dich nochmal. Genau, als er mir diesen Sub geschenkt hat, was hatte das zu bedeuten? Du kannst ja jetzt meine Emotes verwenden und siehst keine Werbung in meinem Twitch-Stream für einen Monat. Ach so. Die Emotes sind halt sehr, sind die coolen Sachen auf Twitch sozusagen. Mhm. Du kannst einen Kanal abonnieren, dann kannst du die Emojis von dem Kanal verwenden. Ganz so selten, wie ich überhaupt mal was schreibe. Ne? Eigentlich mache ich das nur meine schlimm. Geilen Gags. Ist ja nicht schlimm, ist ja trotzdem bare Münze. Und das meine ich halt, bei Twitch habe ich vielleicht im Schnitt so 30 mal 40 Zuschauer. So. Hm. Und fucking, alleine ich habe jetzt irgendwie 50 Abos. Du kriegst dein Geld nicht über Unternehmen, du kriegst es ja wahrscheinlich direkt von den Leuten. Ne? Na, dieses Abo-Geld kommt von Twitch. Ach so, okay. So. Und alleine 50 Subs, 50 mal 2,5 Euro, so. Das ist halt schon, für diese 50 Hanseln ist das schon so viel mehr als YouTube. Das ist unfassbar. Ja. Und Patreon krass, halt noch. Krass, also ich weiß nicht, wie empfindlich oder nicht empfindlich dieses Thema Geld ist, aber mich interessiert also, wie man da ob das fürs Leben jetzt irgendwie geht oder ob du wirklich nur Pissetos essen darfst und du musst und so ein Zeug. Naja, ich lebe halt auf Sparflamme. So. Aber beim Essen... Ja, aber also, nee, also es ist ja auch nichts, was mich, also ich mag das ja, wenn ich runtergesetzte Sachen kaufe. Ich habe da ja Glücksmomente bei. Echt? Ja. Das ist für dich so ein Antrieb? Ja, auf jeden. Also es ist für mich nicht negativ, wenn ich sehe, Alter, hier ist ein Eisbergsalat für 49 Cent.
Da fress ich eine Woche von. Echt? Na klar. Du isst eine Woche an einem Eisbergsalat, der eigentlich schon runtergesetzt ist, weil der schlecht wird? Nee, der ist ja, das sind ja so Aktionen. Ach so, ich glaub, ach so okay. Nicht Aktion, am Verfallsdatum. Nicht diese mit dem kleinen Aufklebchen drauf. Ja, ja. Sondern einfach nur so. Du musst mal, glaub Mittwoch oder so, Dienstag oder Mittwoch Nachmittag zu Kaufland, da machen die immer diese Durchsagen von wegen dies und jenes muss jetzt raus, ist runtergesetzt. Da kriegst du zum Beispiel so ein Suppengrün für 50 Cent, Suppengrün für 10 Cent. Ich habe schon mal ein Kilo Bananen für einen Cent gekauft. Da habe ich 3 Kilo Bananen gekauft für 3 Cent. Hart. Die waren halt, also ganz ehrlich, Bananen machen erst Sinn, wenn die braune Flecken haben. Vorher schmecken die komisch und pelzig. Also selten, dass sie dann mal schon gut schmecken, wenn sie noch keine braunen Flecken haben. Also so kleine Flecken zumindest. Und das war halt das hervorragendes Essen. Ich meine, gut, ich krieg von Bananen inzwischen ein bisschen Zuckerschock, weil die süß sind wie Scheiße. Ja, das ist echt hart. Ich habe ja auch früher noch Orangensaft getrunken, sehr viel. Und jetzt trinke ich ja eigentlich nur noch Leitungswasser mit so einem ganz kleinen Schluck Sirup, damit ich ein bisschen was habe. Und wenn ich jetzt so einen Orangensaft trinke, das ist so abartig süß. Wie bist du von dem Orangensaft weggekommen? Ist halt teuer. Wenn du dir so einen Sixpack kaufst für eine Woche, was schon... 3 Euro. Nee, es sind 5 Euro oder so. Ach so, okay. Und so kaufe ich halt alle 2 Wochen für 4 Euro so einen Sirup und trinke halt Leitungswasser. Du musst mir echt so ein Lifehack machen, wie du denkst, also so ein How-To. Und hör auf, Alter, Dion, wie heißt der andere Roland. D aus Berlin? David, so. Der hat mich halt schon so damit aufgezogen. David, der lebt halt schon so, oh, da hole ich mir einen Döner, dann fahre ich mit dem Taxi heim und so, ne, ist mir egal. Der ist ja Freiberufler, so ja, ja. Der kriegt ja Geld, so. Wenn er welches braucht. Ne? Aber meine Einstellung ist halt, selbst wenn ich das Geld hätte von einem David, würde ich halt nicht Taxi fahren. Ich verstehe schon, Zeit ist Geld und so. Aber wenn man das mal hochrechnet, wie viel Geld das ist, ja, ist egal. Auf jeden Fall dieses, mach doch mal hier Tutorial, wie ich mich von 3 Cent ernähre am Tag und so. Gehst du zum Döner, kratzt die Reste da unter der Theke weg und so. Hat er schon reichlich aufgezogen. Also David hatte die Idee auch schon. Ja. Dann mach das mal. David hat ja auch gesagt, dass der Dildo scheiße ist und das aufgehört, den zu benutzen. Ja, aber der ist ja auch. Hast du den eigentlich noch? Ich hab den noch, ja. Wie ist ich hab der? Den doch auch mal wieder benutzt. Excalibur hieß der, wo hast du den genutzt? Ich dachte, irgendwo hätte ich den benutzt. Ich glaube, ich versteigere den bald. Ich will die Nostera-Auktion machen und versteigere so 1-2 Gegenstände. Hier habt ihr es zu zweit gehört. Im Twitch-Chat habe ich es erstmal erzählt. Ja, meine Mütze da, hier Nostera und so, die abgeranzte. Nicht die mit dem Krokodil. Alles raus. Nee, nicht die mit dem Krokodil. Aber das ist ja wirklich heute Folge 17 bis 37. Wir haben jetzt so viele Themen hier kurz. Ne? Klar, wir können überreden, worüber wir wollen. Klos. Haben wir die 2015-Sache, die so langweilig war, jetzt raus? Wenn du willst. Okay, hauen wir raus. Dass ich das jetzt gesagt habe, hauen wir hingegen nicht raus, Leute. Ihr müsst jetzt fragen, was war da los? Das konnten wir leider auch nicht so ganz klären, was da los war. Ja, also Klos. Mehrzahl von Toiletten oder die Klöße? Ja, Mehrzahl von. Wie stehst du zu Bidets? Bidets? Du hast dich ja, was den Anus angeht, da hast du dich ja ein bisschen. Also ich persönlich nutze die nicht. Ja. Das war's eigentlich schon. Es sind halt viel zu niedrige Stäbisklos, ne? Da spritzt du dir immer ganz den Boden voll. Fürchterlich, fürchterlich, sag ich, das ist ganz schlimm. Falsch verwendet dann. Nö. Ich finde, das ist einfach Sanitäranlage, da hat jeder seine Interpretation von. Aber hast du überhaupt schon mal so ein Ding benutzt? Wofür ist die Frage? Hast du wirklich reingepisst? Also ich war halt schon mal 13 und mein Kumpel hatte so ein Ding und ich fand mich halt witzig, klar. Also hast du reingepisst? Ja. Also hast du es nicht benutzt? Ne, doch. Gott, Alter. Ja, gut, Bidets. Nee, in Rom gab es Bidets. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Boah, Digga, ich habe die Nacht wirklich nicht viel geschlafen. Ich geh mal kurz Luft schnappen. Ich merke gerade, wie meine Konzentration abfällt. Ja, wir sind ja eh bald durch. Wir haben Folge 17 bis 37, für irgend so eine Folge. Wir machen heute 10 Minuten länger. Ja. Also, ich rede einfach ein bisschen lauter, dann hörst du das da draußen auch. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht jetzt über die nächsten 4-5 Monate, so die kälteren. Hörst du mich überhaupt? Ich höre dich. Okay. Und ob du da irgendwo mal frei hast oder so. Wer nicht schifft, wer ist kein Nazi. Hey. Hey. Weil man könnte ja noch mal schauen, irgendwo eine PPC zu machen, damit du noch was Schönes riechen kannst. Weil wir waren ja letztes Jahr in Rom. Und da gab es Bidets. Und man könnte auch dieses Jahr noch mal irgendwo hinfahren, wo es warm ist. So für ein paar Tage plus minus. Ich bin halt in einem festen Arbeitsverhältnis. Ja, deswegen. Und ich würde das auch mal in diese Opa Ryanair-Gruppe da rein posten. Ich muss halt nur gucken wegen Urlaub. Also noch mal eine ganze Woche kann ich mir nicht nehmen. Dann muss ich zu Weihnachten kommen. Was? Auf Arbeit. Ach so, I see.
Also du bist jetzt erstmal urlaubsmäßig nicht so gut bestellt für die nächsten 6 Monate oder was heißt das? Das Jahr geht nicht mehr 6 Monate, das ist das Gute. Ja, wie gesagt, die nächsten, also Februar, Januar, Februar, ging, März. Februar ging er, ja. Ja, siehst du? Zack. Geh mal ran, bitte. Nee, nicht schon wieder. Ey. Okay, ich geh ran. Geh ran. Vor allem das Telefon, Leute, ich erkläre es mal für euch, jetzt hört ihr Herodes eh nicht mehr. Das Telefon steht da halt mitten im Raum auf so einem Podest und ich bin vorhin echt, ich weiß nicht, eine Minute lang durch diesen Raum und habe das Klingeln ja auch gehört. Man hört die Richtung, aus der das Klingeln kommt und ich habe dieses fucking Telefon nicht gefunden. Unfassbar. So, ich versuche jetzt mal zu hören, was Herodes sagt. Ach scheiße, nee, die Tür geht gerade leicht zu. Radio Lotte. Ja, ich habe die Ahnung, dass Herodes genau das vorhin auch getan hat. Deswegen lasse ich das an dieser Stelle. Also, wir haben Folge 19, 20, 21 und so weiter alle abgehakt. Jetzt sind wir langsam in den 30ern. Und wer war das? Das war ein süddeutscher Mann, der irgendwie... Ein süddeutscher Mann. Der hat scheinbar nicht gewusst, dass in Thüringen heute Feiertag ist. Thüringen. Ja, geil. Hast dich jetzt... Was ist denn das hier? Kaspersky Antivirus. Jetzt Lizenz verlieren. Ey, das ist alles so scheiße. Jetzt Lizenz verlieren. Guck mal. Ja, bitte. Das ist ja alles so eine Sauwirtschaft in diesem Radio Lotte, ne? Wenn ich den Desktop schon sehe, wie unsortiert das ist. Ekelhaft. Krieg ich ein Kind. Wo war man gerade, bevor das Telefon geklingelt hat? Ich wollte was Cooles sagen eigentlich. PPC. Oh, die riecht immer so gut. Ja, Public Prank Compilation. Weiß nicht, irgendwo es warm ist. Budapest. Südafrika. Auch. Budapest. Das liegt unten rechts so ein bisschen, ne? Budapest ist Ungarn. Ja, eben. Dann gibt es noch Bukarest, das ist Rumänien. Da ist bestimmt auch ein bisschen wärmer. Wir könnten mal nach Lithuania. Lithuania? Ja, da kannst du rausfinden, wie dein eigenes Heimatland so tickt, Alter. Ja, aber da hast du auf jeden Fall kälter. Abadabuj, wie der heißt. Ich weiß es gerade selber nicht mehr. Keine Ahnung. Das ist so, Roland aber die Kamera macht. Ja. Lettland, ja, irgendwo, wo es wärmer ist als hier im Februar. Dann ist Lettland eine schlechte Idee. Ja, eben. Ja. Boah, uff, wärmeres Land, wo ich gerne mal Bock hätte. In Spanien einfach. Spanien. Español. Barcelona. War ich zwar schon, aber Barcelona ist geil. Oder Madrid. Madrid. Können wir mal brainstormen auf jeden Fall. Ja. Hau ich mal in die Gruppe rein. Maggie hat ja auch gesagt, oh, wir müssen noch mal, aber Maggie ist halt auch Maggie, ne? Das ist einfach ein bisschen kompliziert. Also Maggie kommt im August nach Köln und besucht mich die Woche vor der Gamescom. Ist jetzt bald, ja. War jetzt vor 2 Monaten. Ah, okay, und wie war's? Nicht. Ja, naja, die ist ja auch gerade im Umzugsstress, dann kann man das hier verraten, Maggie wohnt jetzt in Berlin. Maggie wohnt in Berlin und Jendrik wohnt in... Marseille. Marseille ist sehr nah da, wo das heißt, Remy Gaillard wohnt. Es wohnt, bitte? Remy Gaillard wohnt bei Marseille um die Ecke. Okay. Montpellier. Das heißt, die haben jetzt den Stützpunkt Leipzig verloren. Ja. Den Nosterer Stützpunkt. Das heißt, von da kommen jetzt in Zukunft erstmal keine Videos mehr. Aber Kalle hat den Stützpunkt Dresden erobert. Der ist jetzt bei Pegida an der Front. Was macht denn der in Dresden? Arbeiten. Was arbeitet der? Bei LAVOU. Ich weiß gar nicht, ob das... Ja, es ist okay, das zu sagen, glaube ich. Was arbeitet denn der da? LAVOU hat auch eine Streaming-Plattform. Ah, okay. Kennt man gar nicht. LAVOU kennst du aber, das ist halt so ein Tinder-Ding. Ich glaube, ja. Und die haben auch eine Streaming-Plattform, wo aber, also wie wenn Leute auf Facebook live streamen. Hm. Halt so ein bisschen Asia. Aber scheint da ganz, das ist halt so ein junges, dynamisches Startup quasi, weißt du. Und so ein bisschen Silicon Valley-Feeling und so. Okay. Ah ja, cool. Mal schauen. Okay, kann er ja beim nächsten Podcast auch mal was erzählen. War der eigentlich jemals Gast in einem Podcast? Nee. Ist aber auch nicht so sein Ding, der würde dann wahrscheinlich in der Ecke sitzen und zocken. Ich erinnere mich an Nosterer Feedback, ja. Die ersten paar Folgen, da war noch so richtig aufgemuntert und aufgewacht und aufgeheitert und dann ist es eigentlich so ein Meme geworden, dass der immer in der Ecke saß und auf seinem Handy gespielt hat. So am Anfang vielleicht kurz was gesagt und dann so, kein Bock. Ja, kein Bock ist vielleicht nicht richtig formuliert, aber ist halt einfach nicht sein so. Dann können wir ja mal verraten, wann das nächste... Ach komm, wir verraten es jetzt einfach. Wann kommt das neue Nosterer Feedback? Komm, wir sagen es den Leuten jetzt. Na, man könnte das zum Beispiel beim 48-Stunden-Stream aufnehmen, aber da bist du vielleicht nicht da. Ist ja in 2 Wochen, nee, ne? Ach so. Nicht zum Zwiebelmarkt machen. Ja, ich bin halt immer noch nicht ganz sicher. Also zum Zwiebelmarkt, eigentlich ist das Einzige, was dagegen spricht... Ich führe gerade auch vor allem die übelsten Privatgespräche. Ja. Leute, also der Zwiebelmarkt, das ist das Weimarer größte Fest. Mit 300.000 Leuten.
Und die Stadt hat nur 65.000 Einwohner. Und da ist eigentlich immer die Sause los. Da spielen auch immer die ganzen großen Künstler. Eigentlich will ich nicht als Einziger darauf verpflichtet sein, in der Wohnung bleiben zu müssen, wenn alle draußen sind. Dann guck halt wirklich, dass du das irgendwie unterwegs kriegen musst oder lass es, finde ich. Meine Meinung. Ja. Dann halt lieber die Woche drauf. Aber da kann halt auf jeden Fall David zum Beispiel nicht. Ja, wie gesagt, so. Ich kann halt urlaubsmäßig auch nicht mehr so oft herkommen dieses Jahr. Dies, das. Ja, aber du kannst zum Beispiel nach Köln kommen und da machen wir eine 48-Stunden-Streamung. Und da musst du aber auch auf Arbeit, oder nicht? Morgens Wochenende. Morgens Wochenende. Na? Ja, also nach Köln werde ich schon eh nochmal kommen. Die Dingsens hier, der Sophie, ist auch eine gute. Über Sophie kann ich auch kurz was sagen. Vielleicht weißt du das auch noch gar nicht. Ich glaube aber schon, dass ich das gesagt hatte. Ist schwanger. Ja, sorry, dass du es so erfahren musst. Das ist deins. Ups. Nein, Sophie ist zu sehen im Video Gangnam, wie heißt es? Operation Gangnam, glaube ich. Annoying Dancer Operation Gangnam, irgendwie sowas. Da sitzt sie auf der Wiese und hat einen türkisen Rock an. Könnt ihr jetzt nachverfolgen, wenn ihr das Video nochmal schaut. Und die wiederum ist die Tochter, nicht vom Chef, aber von einem hohen Tier bei der Weimarer Polizei. Mhm. So, und der hat gesagt, wir sind cool. Und die wohnt aber jetzt auch in Köln und hat gesagt, oh, ihr müsst herkommen und so. Ja. Und dann kam ich her und dann hat sie auch nicht irgendwie. Ja. Was? Sich bei mir gemeldet. Du kamst her? Ich kam nach Köln. Ja, aber jetzt kennt ihr kennt euch doch erst so richtig seit der Gamescom, oder? Wir haben trotzdem uns nie wieder gesehen. Schreib's mal an. Was war jetzt? Sophie, achso, du wolltest nach Köln jetzt auch kommen. Ja, erzähl mal. Ja, da müssen wir noch Wireless Pong machen. Mal tagsüber. Ja, gerne. Und du hast da noch so ein neues Erfolgsformat. Der Pickup-Autist. Stimmt. Oh, scheiße. Das muss ja wohl angegangen werden. Das muss ich auch alles noch machen. Ja, stimmt. Das also dafür kann man mal nach Köln kommen. Ja, exakt. Ja, aber lass es mal nicht an diesen Hotspots machen, sondern an anderen Orten, muss weil man ist einfach daran gewöhnt, dass man auf der Domplatte angelatscht wird und in der Regel gehen die Leute einfach weiter. Mhm. Das habe ich gemerkt, jedes Mal, wenn Peter Dück, der macht auch häufig so Interviews auf seinem Kanal und es ist immer so anstrengend, da Leute zu finden, die halt da auf Fragen reagiert haben, so. Die sehen schon, man hat eine Kamera und ein Mikro in der Flosse und nehmen halt schon so einen Bogen um einen rum. Und nicht die Leute. Ach so. Die gehen dann schon so einen Bogen um einen rum. Und man muss sich schon so angucken, also man muss nur so ein bisschen hinschielen, dann mache ich schon Hand hoch, ich muss hier zur Bahn, ich habe keine Zeit und so. Freundlich, die Kölner. Sind sie ja, also ist es ja nicht, aber die haben, da ist es halt mit dem Angequatsche, glaube ich, so, dass du da irgendwie, das ist ein Platz, wo die einfach langlaufen wollen. Und da haben wir uns so für 2 Stunden halt ein Ziel gesetzt, dass wir 3 Interviews hinkriegen, so voll die Leute angequatscht. Das war übelst anstrengend. Ey, du warst ja noch nicht einmal dabei, bei diesem, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, neuen Format, was ich mit Franz jetzt immer mache, dass ich eine Person darstelle und die Kamera nicht wirklich versteckt ist. Mhm. Es ist unfassbar, wie positiv die Menschen reagieren. So, das hätte ich nie gedacht. Also die sehen halt die Kamera, eigentlich würde ich sagen, also es gibt natürlich ein paar, die dann sagen, ey, ich will nicht gefilmt werden und so, klar. Mhm. Aber im Grunde finden es alle lustig. Es ist echt unfassbar. Klar, wenn man so einen Charakter darstellt, der sehr auch bekannt ist und mit den Leuten gute Sachen assoziieren. Ich hätte im Vorfeld echt gedacht, dass die Leute viel beschissener drauf reagieren, wenn sie halt sehen, oh, jetzt kriege ich ja die Kamera an die Aber Flasche das ist halt wirklich so. Genauso eine Art und Weise, in die sich unser Kanal neu erfinden könnte. Ich weiß, es läuft ja gar nicht auf Nosferatu TV, ne? Nee. Das ist nicht auf Robin Nosferatu. Welcher Nicht-Deutsche kennt denn Peter Lustig? Das sind halt so Sachen. Was aber man könnte das halt skalieren, ne? Also, was haben wir denn? Ich meine, klar, man könnte jetzt, ist kein gutes Beispiel, aber so ein Trump ginge, ne? Da wüsste halt zum Beispiel jeder, wer gemeint ist. Ah, das habe ich im Brennpunkt vergessen. Da wollte ich eigentlich noch ansprechen, dass ich auch gerne mal Inder in Real Life machen würde und mich auch schwarz anmalen. Mhm. Ja, mach den. Also braun. Echt bloß Michel. What the fuck? Ich liebe das halt. Ich weiß nicht, wie man das auslegen kann, als das ist rassistisch, das ist doof. Ich liebe das. Ich würde gerne so sprechen. Man muss halt gucken. Man geht ja nicht gegen die Rasse, sondern gegen die Sprache. Also es ist wahrscheinlich eher sprachistisch. Wahrscheinlich, ja. Linguistisch. Ja, schlimm. Ja. Ja, aber was mir jetzt noch gerade einfällt, halt, wenn man jetzt sowas Internationales will, würde man es wahrscheinlich auch in einem englischsprachigen Land machen. Wo könnte man da hinfahren? PPC-mäßig. England. England ginge? Ja, aber London waren wir schon. Ja, Amerika ist natürlich interessant. America. Australia. Uff, nee, Alter. Ich will niemals nach Australien. Das sind ich die fettesten auch Spinnen. Nicht. Ja, also nicht wegen den Spinnen insgesamt. Also wo wäre Inder in Real Life witziger als in Indien? Ich glaube, ich weiß nicht. Da könnte man halt vor Ort gucken, ob die das rassistisch finden oder ob die das lustig finden. What the fuck? Aber ich kann es halt auch nicht so gut. Ich war halt auf diesem einen Inder-Geburtstag und seitdem liebe ich das so hart. Mm. Gottam, what the fuck? Bring the cake over. You have to taste the food and go.
Ich weiß nicht. So witzig. Sie wollten. Ich habe halt exakt mit denselben Leuten andere Erfahrungen gemacht. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Also mir schon. Ich habe ja diesen Unterricht, diese Kurse in Algorithmen und Datenstrukturen gegeben. Und ich sag mal, viele, die diesen Studiengang Digital Engineering besucht haben, waren halt aus Indien. Und davon wiederum sehr viele haben es einfach nicht hingekriegt. Ne? Hm. Und haben dann immer wieder dieselben Fragen gestellt und haben dann häufig auch halt ihre Abgaben copy-pastet. Das war eine ziemlich schwierige Zeit für mich. Aber insbesondere, wenn die dann halt null Punkte gekriegt haben, mir dann erzählt wollen, die haben gar nicht copy-pastet. Und es war einfach 1:1 der Code von Geeks for Geeks. Aber das hat wahrscheinlich eher damit zu tun, dass es Ausländer sind als speziell Inder, oder? Du magst die nicht, ne, Ausländer? Nee, weil da gibt es Sprachbarriere vielleicht. Und die haben hier Kulturschock, wenn die herkommen. Das war halt die Sache, dieses Verständnis. Also es war die Sprachbarriere, aber ich denke allgemein dieses Verständnis im Umgang miteinander ist auch ein anderes. Die haben nicht verstanden, oder ich habe sie nicht verstanden, auf jeden Fall, wenn ich einfach Leute leihen, das geht nicht. Und dann haben sie es versucht so mit, aber bitte. Nein, das geht nicht. Ja, aber ich habe doch gar nicht kopiert. Ich sage, doch, du hast kopiert. So, man sieht's doch. Hier, bitte, Beweis. Ich schicke dir den Screenshot, das ist identisch. Hm. Oder wenn man dann halt einfach mal so 11 E-Mails mit dem Inhalt von 3 Wörtern bekommt und immer so, please answer, please answer, please answer. Und ich komme halt abends nach Hause und habe halt vielleicht mal 5 Stunden nicht geantwortet. Ja. Und da habe ich wirklich diese 12 Mails von einer derselben Person, die mir dann auch irgendwie mit ihrem Smartphone vom Monitor abfotografiert schickt, dass es eigentlich, da ging es darum, dass eine Mail nicht ankam. Mhm. Und meinen Namen falsch geschrieben in der Mailadresse und so ein Zeug. Wie haben den Herodes buchstabiert? Herodes Armfloch, sag ich mal. Okay. Nee. Ja, und all solche Sachen. Nett. Das heißt, ich sag nicht, dass ich jetzt denke, Inder sind so, ne? Ist klar. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Du standst halt in einem Arbeitsverhältnis oder so. Der Punkt ist, diese Assoziation zwischen diesem indischen Dialekt, ne? Die ist für mich noch im Moment irgendwie so ein bisschen bitter belegt, sag ich mal. Vietnam-Flashbacks. Ja, und ich kann das, ich finde das halt eher, ich weiß nicht, auch, ich weiß nicht, vielleicht Leute, die jemals Programmieren gelernt haben, werden mich verstehen. Man hat so, kommt nicht weiter mit Programmieren, will eine neue Kenntnis erlangen. Und 75% der YouTube-Tutorials sind Inder, die auf Englisch sprechen mit einem Dialekt, dass du sie fast nicht verstehst. Hm. Es ist Akzent übrigens. Habe ich jetzt falsch gesagt, ne? Ja. Akzent, den du nicht verstehst. Das ist so eine Sache, wo ich immer überlegen muss. Das ist wie Sicherheitsnadel Büroklammer bei mir. Hm. Ich weiß zwar, wie es richtig ist, aber auf die Schnelle kriege ich es manchmal nicht hin. Und das sind halt die Assoziationen, die da sind. Und dadurch kann ich, beziehungsweise ist es für mich so nicht dieses, ich war auf einer Party und lustig und lol und cool und lass da mal ein Video drüber machen, sondern so, oh nee, bitte nicht. Also abgesehen von meinen Feiern, die ich so gemacht habe, war das eine der geilsten Geburtstagsfeiern, bei denen ich war. So, und das ist schon, ich war bei vielen Geburtstagsfeiern. Also, ich weiß nicht, wenn man eine Essensschlacht macht, okay, Greta Thunberg, da schlackern die Hoden irgendwo, aber es ist halt schon sehr witzig. So 50 Leute, die sich gegenseitig Kuchen ins Gesicht werfen um 12, ist schon geil. Das ist witzig tatsächlich, ja. Ich finde Kuchen im Gesicht allgemein witzig, tut mir leid. Also, es ist für mich einfach ein in sich schlüssiger Gag, wenn sich Leute Kuchen in die Fresse knallen. Ja. Manche sagen, es ist Mobbing, ich sag, es ist geiler Humor. Es ist guter Humor. So. Was geht mal der Woche? Was geben wir den letzten 23 Wochen? Na, mindestens eine 10 von 10, weil es endlich mal wieder einen Podcast gab. Wunderbar. Der verschollene Podcast ist auch noch nicht da. Wann soll ich den hochladen? Naja, eigentlich die 15. Da reden wir halt noch, da sitzen wir bei mir auf dem Balkon und reden über ganz alte Themen. Was war es denn so ungefähr? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war Gamescom war da, glaube ich, auch gerade, war wahrscheinlich 17? Nee, 18. 18 wahrscheinlich. 18, ja. Jörg Kachelmann haben wir da. Da reden wir ganz lange über Jörg Kachelmann. Der Anfangsgag ist schon richtig witzig. Er hat sie so lange nicht. Jörg Kachelmann hat ja eine Frau vergewaltigt irgendwie. War es wirklich so oder war das nur so ein Bild? Es ging darum, ja. Okay. Und dann sagst du, das stimmt ja nicht oder so, bis er es gemacht hat. So, jetzt habe ich den Gag gespoilert. So ist er total unwitzig, aber freut euch auf den verschollenen Podcast, da müsst ihr lachen. Wann kommt der? Ist echt eine gute Frage. Ja. Eigentlich hatte ich ihn geplant, wenn das nächste Mal Podumcast, wie heißt der andere, Brennpunkt Internet ausfällt, aber es ist halt seitdem nicht passiert. Wir haben es immer geschafft. Achso, ja, okay, weil steht das irgendwann mal in Aussicht, dass der wieder ausfällt? Nee, ne?
Das ist ja nichts bekannt. Nee. Also gut. Ich gebe eine 10 von 10. Klare 10 von 10. Ja. Triggerwarnung übrigens an den Empfangsbolzen. Wir werden zwischendurch ein bisschen die Spannung verlieren. Nee, das ist, hey, das ist doch voll okay. Wir haben ja jetzt hier irgendwie 30 Folgen in einer gemacht und da sind wir jetzt so viele verschiedene Themen und Tonalitäten, das ist doch voll in Ordnung. Wie lange ist denn der schon? Warum stehen da vor allem 24? Wir sind ja viel länger als 24 Minuten schon unterwegs, oder? Das ist was ganz anderes. Also. Oh, also. Oh, ich kann nicht mehr. Okay, machen wir Schluss. Auf Wiedersehen. Die Musik ist auch viel zu laut. Immer aufhören, wenn der Höhepunkt schon längst drüber ist. Ja. Leute, macht keinen Scheiß, ich wünsche was. Wir hören uns. Tschüss, Kaspersky, ich verlängere jetzt die Lizenz nicht.